So kann es aussehen, wenn ein Handy urplötzlich explodiert. Der Angestellte eines Hotels in Indonesien hat hier wahrscheinlich den Schock seines Lebens erlitten. Er hat sein Handy in der Brusttasche. Plötzlich bemerkt er die ansteigende Hitze an seiner Brust. Kurz bevor er nachsehen möchte, explodiert das Handy dann. Kaum zu glauben, dass so ein kleines Gerät solche Flammen auswerfen kann. Laut den Medien in Indonesien handelte es sich hierbei um ein Smartphone von Samsung. Der Grund für diesen Vorfall war ein defekter Akku. Geladen hat dieser aber noch normal, so dass man an sich keinen Defekt feststellen konnte. Der Mann kam mit leichten Verbrennungen ins Krankenhaus.